Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy X-2. Ich laufe direkt mal los und mache hier auch mal das obwohl, Moment mal, das sind Kaktoren. Da muss ich dann doch mal aufpassen. Ach, das ist das Problem mit denen immer. Man trifft die so kaum, ne? Moment. Kann sie? Ja, sie trifft. Obwohl Rico eigentlich auch schnell genug sein sollte, um sie zu treffen. Moment, ich könnte sie mal auf Dieb bringen. Dann geht das vielleicht besser. So, du heilst dich mal. Du greifst mal an, meine ich. Ja, mit den Kaktoren muss man echt aufpassen. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht gegebenenfalls sogar flüchten sollte. Es wird übrigens so sein, dass die Folge jetzt leider nur eine Viertelstunde gehen wird, aus zeitlichen Gründen. Aber ich wollte es jetzt nicht komplett, gar nicht aufnehmen oder so. So, Dille, gucken wir mal. Erstmal Heilung. Pain muss uns jetzt hier raus. Selbst Pain schafft es nicht. Oh, das war aber knapp. Nur gut, dass ich die gerade heilen habe. Boah, das gibt's ja nicht. Och, wir hauen jetzt ab, wirklich. Das nervt dann einfach nur. Ja, jetzt ist sie natürlich tot. Oh, jetzt flieht der. Mhm. Okay, erstmal wiederbeleben. Phönixfeder und direkt noch heilen. So. Muss ich nochmal gerade auf die richtigen Jobs gehen mit denen. Wobei, das kann ich dann auch gleich noch machen. Das lasse ich jetzt gerade mal so. Okay. Wir sind jetzt hier in diesem, in dieser Höhle, wo die bösen Kaktoren sind angeblich. Und, da ist es jetzt so, dass wir... Ich muss gerade mal wechseln wieder. Dass wir den letzten Kaktor finden sollen. Der letzte Kaktor ist hier drinnen, vermutet auf jeden Fall. Und wenn wir den dann gefangen haben, sind wir soweit durch. Danach steht ein Endkampf an, der richtig hart sein soll. Da bin ich ja mal gespannt, wie das noch wird. So. Ich muss das mal auf kurz stellen. Ich glaube, wir brauchen uns die Sequenz nicht immer anschauen. Wobei, so oft wechsle ich ja nicht. Es ist vielleicht auch ganz schön, es trotzdem mal zu sehen. Okay. Shinra folgt uns auch die ganze Zeit. Ach nee, Moment mal. Hahaha, das ist nicht Shinra. Das ist... Wie hieß er? Der uns immer dolmetscht? Ich weiß es gerade gar nicht. So, erstmal werden wir den kaputt machen, weil der einfach mit am nervigsten ist. Beziehungsweise nicht unbedingt am nervigsten, sondern halt, oh Mann, ey. Moment, Schwarzmagie, Feuer. Das muss doch jetzt irgendwas werden, oder? Dunkler Himmel, Stein, Gravita, Subvita. Muss ich halt ein paar Zauber mal benutzen. Immun. Oha. What goes around comes around. Ebenfalls immun. Mal sehen, wie das mit der dunklen Macht ist. So, heil dich erstmal. Auch er ist geflohen. Okay, das passt. Ich finde es gut, dass die sich trotzdem noch heilen. In den anderen Fällen finde ich, es war der Kampf dann vorbei und dann... Je nachdem hatte man dann keine Chance mehr, sich zu heilen oder so. Oh, was ist jetzt los? Was? Ich bin verwirrt. Okay. Wir greifen ganz normal an. Ich weiß jetzt nicht, was hier passiert ist. Und was der für böse Sachen vielleicht noch macht, das schauen wir uns mal an. Aber er verletzt halt auch nicht viel, ne? Oh, ich glaube, ich kriege gerade Nachrichten von Shiva. Oh, ja. Ich weiß, was sie mir schreibt oder schickt jedenfalls.
Es hört ihr bestimmt im Hintergrund, egal. Ha, das ist ganz schön. Das steigert eigene Angriffskraft, bla bla bla. Heilt eigene HP, Shell und Brot ist auf sich selbst. Mal, machen wir das mal einfach, würde ich sagen. Dunkle Macht, Hexerei. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich mach mal Bio. Mal schauen. Keine Ahnung, das hat, glaube ich, nicht funktioniert jetzt. So. Ey, das ist, wird ja mal weniger, was wir hier verletzen. Das ist ja krass. Ja, der ist immun dagegen. Habe ich nicht irgendwas, was diese ganze Sache wegmacht? Ich könnte höchstens auf Zauber gehen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe jetzt aber dummerweise keine Zauber dabei. Kombikugel. Wir probieren es mal hier mit so Magie-Dingern oder was auch immer. Donnerstein und Drachenschuppe. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das was bringt. So. Nein, 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 weg. Schwarzmagiefeuer. 1494, ja, das bringt tatsächlich was. Dann müssen wir das mal weiterhin machen. Mache ich jetzt mal zweimal, obwohl das ist jetzt zweimal dasselbe wieder gewesen. Ich wollte eigentlich, nicht zweimal dasselbe, sondern das, was vorher gemacht wurde. Ich würde eigentlich gern zweimal dasselbe benutzen. Mal gucken, wie das ist. Hexerei. Subvita. Ich glaube, das bringt am ehesten was. Oh, wir haben eine Errungenschaft freigeschalten, sehe ich gerade. So und so. Now we're even. 299, ja. Ist jetzt nicht so viel, aber wesentlich mehr auf jeden Fall. So 800, 1400, 2000. Okay, das bringt auf jeden Fall besser was. So, du darfst mal heilen. Auch wenn du nicht der typische Heiler bist, aber tatsächlich bringt Riku tatsächlich momentan am meisten. So, oh, das war knapp. Obwohl, sie hatte noch genug HP. Ugitek. Mal sehen, was der Angriff macht. Nee, es ist immer noch sehr wenig. So, High Potion. Was kann ich denn mit ihr mal vielleicht noch machen? Sie hat nicht wirklich irgendwie Zauber drauf. Ich kann echt nur das machen. Ah, super, er ist tot. Das ist doch schön. Sehr interessant. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Och, hier oben ist eine Kiste. Die hole ich mir doch. Ah, da geht's nicht lang. Was? Ah, jetzt. Komisch, gerade eben ging's nicht. Ein Äther erhalten. Nicht wirklich was Besonderes. Oh, ich dachte gerade, sie fällt jetzt in den Abgrund. Aber das kann ja hier gar nicht passieren. So, was ist jetzt los? Irgendwas Komisches passiert jetzt wieder. Treibsand oder was? Oder? Ach, der Sand, der häuft sich. Der Sandgang. Die bösen Kaktoren haben eine Falle gestellt. Lauf hindurch, bevor der Gang mit Sand gefüllt ist. Oh Gott, das sagen die mir jetzt erst, während ich noch lese. So, Moment. Das sollte aber kein Problem werden, glaube ich hier. Ach, hier sind noch Kisten. Oh, verdammt. Jetzt habe ich bei dem einen nicht drauf geachtet. Eine High Potion. So, da können wir nochmal hoch. Ach, nicht doch. Oh, was macht sie denn? Okay, ich lasse die Kiste jetzt einfach mal tot. Oh wei, oh wei.
glaube, dass es hier nicht wirklich wichtige Items gibt, deswegen renne ich jetzt mal schnell weiter. Hilfe! Ja, ich bin durch, glaube ich, aber wie komme ich jetzt hier hoch? What? Wo wäre ich denn jetzt hier hochgekommen? Ach, jetzt starte ich hier wieder. Ja, das ist ja interessant. Ah ja, gut. Dann kann ich mir vielleicht doch alle Kisten holen, ha? So. Dann machen wir das Ganze in Ruhe, würde ich sagen. So. Ein Feenohrring. Da hatte ich die Kisten. Nee, da hatte ich sie nicht. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was diese blöden Säulen hier die ganze Zeit sollen. Mega-Phönix. Das ist sehr gut. So, hier hatte ich die Kiste. Hier hatte ich sie nicht, weil ich da irgendwie nicht hinkam. Ah, jetzt geht's komischerweise. Wahrscheinlich hatte ich zu früh losgelassen. Final-Elixier. Vielleicht muss ich auch einfach nur irgendwo hochgehen. Ich warte jetzt mal hier oben. Oh nee, das kann aber nicht funktionieren. Ich werde gleich sterben. Hilfe! Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kisten, die ganz oben liegen, dass ich die vielleicht erst viel später bekommen kann. Dass ich die jetzt noch gar nicht kriegen kann oder so. Weil da war jetzt nichts, wo ich wirklich hochkam. So, die habe ich. Die habe ich. Die habe ich. Die habe ich. Da komme ich irgendwie nicht so recht dran. Da komme ich nicht ran. Die habe ich. Da komme ich irgendwie auch nicht wirklich ran. Oder vielleicht so rüber. Keine Ahnung. Da komme ich nicht ran. Ich glaube, ich muss wirklich auf eine Stelle gehen, wo es relativ hoch ist. Muss ich jetzt leider nochmal machen. Das wird hier so nicht reichen, glaube ich. Nee. Okay. Okay, okay. Gefailed. Machen wir es nochmal. Na los, lauf. Dam, 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 dam. Mal sehen, wo wir hingehen können. Ich glaube, hier oben ist eine super Stelle zum Abwarten, oder? Ja, das ist schon sehr hoch, aber ich möchte jetzt nicht so lange hier oben rumstehen. Gucken wir mal, ob wir vielleicht noch was anderes haben. Das wäre zum Beispiel auch nicht verkehrt, würde ich sagen. Ich glaube, wir warten jetzt hier mal gerade. Ja, ja. Also, ich vermute es halt nur. Ich weiß es noch nicht wirklich, ob das so passt. Sehen wir jetzt gleich. Weil eigentlich ist das die höchste Stelle, die ich derzeit erreichen kann. Dann bin ich ja mal gespannt. 10 Sekunden noch. 5 Sekunden noch. Was? Ich hätte jetzt hier aber gar nicht ersticken können. Das verstehe ich gerade nicht. Also ich muss durch den Gang durch. So, das habe ich kapiert. Ich dachte, es reicht, wenn ich auf der höchsten Stelle stehen bleibe und warte oder so ähnlich. Naja, dann guck mal einfach nochmal. Ach, hier doch nicht. Ne, hier war ich ja auch schon.
Ups, nicht? Was machst denn du? Hör auf. Ich die ganze Zeit mit X hier durch die Gegend laufe. Ja, hier, das verstehe ich nicht, wieso man die Engstelle so merkwürdig sieht. Da kam ich nicht hoch. Da kam ich nicht hin. Weil hier ist ja gar nichts, wo ich hätte hochspringen können oder so. Dann mal hier vielleicht. Oh, tatsächlich. Ah, okay, ich verstehe. Ah, okay. Jetzt verstehe ich die ganze Sache. Entschuldigt die ganzen Fails. Ich wusste nicht, dass es möglich ist. Ich dachte, das wäre nur Deko. Wusste nicht, dass man da hochspringen kann. So, dann nochmal gucken. Auch wo ich vielleicht eventuell Kisten noch nicht habe, denn jetzt weiß ich ja, dass ich an dieser einen Stelle auch hochspringen kann. So. Aber gut, dass ich jetzt nochmal geschaut habe. Mein Gott. Sonst hätte ich, glaube ich, überhaupt nicht gewusst, wie ich das machen soll. So, Moment. Das muss ja dann auch hier irgendwo sein, oder nicht? So, die Kiste habe ich. Ein Kopfband. Die Kiste hatte ich noch nicht. Da komme ich aber hier auch nicht hoch. So, das werde ich jetzt wahrscheinlich eh nochmal verlieren. Aber ich will alle Items haben. Ah, ich darf nicht so lange rummehren. Ich muss gleich zum Arzt. So. Eigentlich bin ich gleich wegen einer tollen Sache beim Arzt, aber ich habe so Angst. Ich habe trotzdem so Angst. Furchtbar. Okay, also die Kiste habe ich. Die kann ich komplett ignorieren. Die Kiste habe ich ebenfalls. Die Kiste habe ich ebenfalls noch bekommen. Hoppala. Das war so nicht geplant. Hier kam ich so nicht hoch. Ah, sehr gut. Eine Glasbrosche. So, das. Ach nee, Moment. Ah, hier war das. Da hoch, da hoch. Darüber und hüpf. Sehr gut, ich habe es geschafft. Azu. Nach Sigma sterben. Uiuiuiuiui. Okay, dann wollen wir doch direkt mal weitergehen. Was für eine miese Falle, oder? Mal sehen, was als nächstes für uns vorbereitet haben. Das ist aber ein langer Weg. Wo geht denn der jetzt hin? Ach, das ist er doch, glaube ich, ne? There he is. Freyl und seine Freunde. Okay, dann holen wir uns das eben gerade noch und dann beenden wir. Bösen Kaktoren sieht man die Bosheit an. Hinweis, man achte auf den Mund. Boah, das ist schwer. Der Mund ist immer gleich. Ich schieß jetzt einfach mal die ganze Zeit. Ich glaube, das ist der hellere, oder? Ja, zumindest 400 Punkte. Ich habe nichts am Mund erkannt, muss ich sagen. Der eine war nur irgendwie ein bisschen heller, fand ich.
Trail eingefangen. Bla bla bla, ins Kaktorengebiet zurückbringen. Das machen wir auch eben noch. No more running away from home. Oh oh, die wollen, glaube ich, nicht, dass wir gehen. Oder dass Frail geht. Nee, obwohl. Die hauen ab. Oh nee, Megakaktor. Ernsthaft? Wo ich den schon eh nicht so gut treffe? Na gut, ich werde dann jetzt aber an der Stelle erstmal den Part beenden. Wir sehen uns in einer neuen Folge von Final Fantasy X-2 wieder. Und ja, viel Spaß weiterhin. Bis dahin, ciao.